Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Sie haben den Termin verfehlt! Mist. Sie können mich nicht aufhalten! Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Nein! Ah! Ah!
saß fest. Es gab kein Entkommen. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Dem Licht nach. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so: Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün. Wo die Wellen wilder und doch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Ich bin hier im Traum, um Ihnen etwas beizubringen. Die Dunkelheit ist gefährlich. Noch schläft sie. Wenn sie spürt, dass sie kommen, wird sie erwachen. Es ist wenig Zeit. Ich kann ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteilen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Ja, sterben Sie! Sehr gut, vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles, ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Das war's dann, Wayne!